Was hat 8 Arme, kein Rückgrat und fällt unter Menschen überhaupt nicht auf? Richtig, ein Oktopus, um genau zu sein, ein Oktopus-Vater oder auch Octodad genannt. Und damit herzlich willkommen zu Octodad Deadliest Catch, dem Sequel zum Original Octodad. Ja, richtig gehört. Zu Octodad Deadliest Catch gibt es tatsächlich einen Vorgänger. Dieser wurde von ein paar Studenten an der DePaul University für ein Indie-Games-Festival programmiert und lässt sich heute noch kostenfrei in der Version 1.5.3 herunterladen. Den Link zu dem Original packe ich selbstverständlich in die Beschreibung. Das Sequel Deadliest Catch wurde von der Firmierung Young Horses programmiert, in der sich mittlerweile auch ein Großteil der Studenten befinden, die das Original Octodad programmiert haben. Für den PC ist Deadliest Catch bereits zwar am 30. Januar erschienen, allerdings gab es dann einen weiteren Release für die PS4 am 22. April. Ich habe das Spiel schon ein bisschen länger in der Queue und deswegen dachte ich, ich zocke es hier einfach mal ein bisschen an. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja sogar den einen oder anderen Lacher oder den einen oder anderen, der es gerne weitersehen möchte. Ich schau mal, ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich habe es selbst noch nicht gespielt. Gucken wir doch einfach mal. So, doch nun genug geredet. Wir sind hier schließlich nicht zum Spaß, sondern zum Vergnügen. Nicht wahr? Also, auf geht's. Schauen wir doch mal, was uns in diesem Spiel erwartet. Edel. Eine Hochzeit. Ah, die Lieder 92, Zahl 55, 88 und 10,512. Ist klar. He's just running late. He's always late. Na, der pünktliche sind wir also nicht. Mr. Groom, the wedding is starting. Are you ready? You're not even dressed. Make yourself presentable. She's waiting for you. Okay. Offensichtlich scheint es ja total normal zu sein, dass wir aussehen wie ein Oktopus. Wir fallen unter den Menschen überhaupt nicht auf. Alles klar. Tisch abräumen. Bewege den linken Stick, um Octodads Arm zu steuern. Dann tun wir das doch mal. Okay. Ich kann damit tatsächlich den gesamten Tisch einmal komplett abräumen. Super. Tisch abräumen. Drücke den rechten Bumper oder die A-Taste, um etwas zu ergreifen. Drücke nochmals, um getragene Objekte wieder abzulegen. Ja, ist schon scheiße, wenn man keine Knochen hat, ne? So, weg damit. Ach so, die Kisten sollen auch runter. Was für ein lustiges Geräusch. Pluck. Und nochmal. Pluck. So, schließe den Schrank mit dem Schlüssel auf. Da wir natürlich unheimlich feinfühlig sind, kriegen wir den Schlüssel sofort gegriffen. Bewege den rechten Stick auf und ab, um deinen Arm zu heben oder zu senken. Ja, Muskeln sind schon was Tolles. Ach so, dann kann ich das jetzt dahin. Ha, cool. Runter, runter, zack. Nice. Öffne den Schrank. Oh. Ups. Den Raum verlassen. Wenn du den rechten Trigger gedrückt hältst, hebst du langsam dein rechtes Bein. Okay. Wenn du den linken Trigger gedrückt hältst, hebst du langsam dein linkes Bein. Mhm. Ich wollte sagen, ich könnte vielleicht einmal den Spiegel loslassen.
gehe durch die Tür. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Kann ich eine Richtung vorgeben? Ah! Halt! Haha! Ich habe einen Schlips bekommen. Warum auch nicht? Oh, da sind Blumen! Nein! Weg damit! So, wer weiß, wozu die gut sind. So, gehe durch die Tür. Ja. Oh. Alles gut. Oh, ist das lustig. Wo geht's denn hier weiter? Oder müssen wir da hinten um die Ecke? Ach, da hinten ist die Tür. Ach so, warum sagt er das nicht gleich? So! Und nun, mit unserer unglaublichen Feinfühligkeit können wir die Tür berühren. Nicht den Stuhl. So, ein Stück runter. Nein. Kann ich mich nicht komplett umdrehen vom Körper her oder so? Bläh. Es fühlt sich schon so ein bisschen wabberig an. So ohne Knochen und so. Aber wie komme ich denn jetzt an diese blöde Tür da ran? Nein, ich möchte keinen Stuhl. Hallo? Ja, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, noch ein Stück. Ach, wie cool, wieso hängen jetzt... Ach, ah, okay, das ändert natürlich einiges. So. Aber wieso kann ich denn... Ich komme nicht an die Tür ran. Boah. Boah. Ich kann die Tür auch nicht öffnen. Ach, finde und trage einen Frack. Vielleicht soll ich auch mal die Quests lesen, wa? Ja, dann suchen wir doch nach einem Frack. Ist ja egal, was hier im Weg ist. Weg mit dem Tisch. Uah. Ist aber bestimmt in irgendeiner Ecke, in der wir noch nicht gewesen sind. Uah. Gott, wenn ich so durch die Gegend gehe, würde ich denken, Leute... Na, ist auch egal. So, la la la. Oh, da ist ein Knopf. Na, super. Hey, hey, hey. Dressing Room. Ach, vielleicht soll ich da rein. Warum komme ich da nicht her? Mach auf das Dingen. Ha! Na Mensch. Öffne die Korridortür. Mit diesem Schlüssel. Sehr gut. Finde deine Frackschleife. War nicht leichter als dies, denn wir sind jetzt ja geübte Oktopus zu Fuß, Quatschelgeher. Ach, ist so. Ups.
Ups! Ja, Bananen sind da wohl jetzt auch nicht so träglich. Zuträglich. Schlapp, 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 schlapp. Ups! Schlapp, 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 schlapp. Hier auf der anderen Seite vielleicht. Oh! Oh, oh, oh. Oh, oh, die Tür geht wohl nicht mehr auf. Dann müssen wir wohl hier lang. Ups! Nein, nicht das Buch, die Tür. Echt, da ganz hinten. Wer packt denn eine Frackschleife bitte schön ans Fenster und obendrein noch bei so einer hässlichen Person? Um etwas zu werfen, lässt du ein Objekt los, während du einen Arm bewegst. Ja, das macht Sinn. Ne, irgendwie funktioniert das nicht. So geht's auch. Ich hab's umgelaufen, weil ich so unheimlich akrobatisch unterwegs bin und ich habe auch kein Fenster in der Hand. Ich bin's nicht gewesen. Jetzt muss ich nur an meine Schleife kommen. Ah! Bind dir die Frackschleife an! Ha! Läuft! Was sind wir doch gut! Komm an der Korridortür vorbei. Ja, und wo ist die Schwierigkeit? Event this way. Ah. Und? Bewege den rechten Stick auf und ab, um deinen Arm zu heben oder zu senken. Ja, weiß ich doch. Ha! Aber wir sind so gut! Gehe zur Kapelle. Läuft! Nein! Nein! Ganz seriös. Was? Die Leute beobachten dich. Wenn du missbaust, baut sich Misstrauen auf. Das wird das Misstrauen zu stark, bist du ertappt. Oh, ich darf nicht auffallen. She looks so beautiful in that dress. I knew you wouldn't get cold feet. Was your safe, honey? Where's the best man? Genau, Ausspruch, Puppa. Dort sind wir doch glaubwürdig. Hole den Ring. Ja, wo ist denn der Ring? Toll. Nicht auffallen und Ring holen. Ihr habt ja tolle Ideen. Ich weiß ja nicht mal, wo ich dafür hin muss. Und alle gucken auf mich. Habt euch was ganz was Tolles ausgesucht. Ja, ich... I'm just here for the reception. Maybe his parents lost their invites. Aber wo ist denn der Ring jetzt? Nee, der ist jetzt da vorne und ich muss durch die ganzen Leute wieder durch.
Ich kann mich ja noch nicht mal umgucken. Why? Naja, dann müssen wir eben so tun, als wäre das vollkommen normal, wenn man keine Knochen hat. Ja. Ja. Ups. Wir haben Kinder? Ah, oh, mitten in der Kiste und ich bin den ganzen Weg hin und zurück gelaufen. Ha! Nichts leichter wie dieses. Nicht umsonst jahrelang an einer Plüschtier-Rausholmaschine gearbeitet. Und es ist ja nicht so, dass alle auf mich gerade gucken. You look so handsome. Oh ja, gib Scarlett den Ring. Da. Ha! Oh, der ist aber groß für so eine kleine Hand. Na Mensch, was für eine schöne Hochzeit. Fast ein bisschen, herzenerweichend. Ha! Eine Frau, die einen Oktopus heiratet. Herz allerliebst. Ja, aber der Soundtrack läuft. Ja, wir haben definitiv als Oktopus keine Knochen und sind entsprechend natürlich auch unheimlich gewandt. Läuft, würde ich sagen. Ja, dann wollen wir doch mal schauen, was noch so weiter auf uns wartet, nachdem wir diese wunderschöne Hochzeit grandios hinter uns gebracht haben, fast ohne Aufsehen auf uns zu ziehen. Oh yeah. Boah, was ein Ladescreen. Ha! Geh in die Küche. Ja, nichts leichter als das. Und wie stehe ich jetzt auf? Ah! Wo ist denn überhaupt die Küche? Ha, Wecker aus. Sehr gut. Wir haben es einfach drauf. Ich würde fast behaupten, dass es hier in die Küche geht. Hey, look, Dad's up. Morning, Daddy. Wir haben Kinder. Dad, where do rainbows come from? Solange sie mich nicht fragen. Oh, where do flowers come from? Neat! Where do babies come from? Ja, ich möchte das ehrlich gesagt noch gar nicht so genau wissen, wo da die Kinder herkommen. So, geh in die Küche. Genau. Ach, da ist die Küche. Und natürlich ist es vollkommen normal, dass wir ganz normale Kinder haben.
Ich will auch gar nicht wissen, wie das mit dem Geschlechtsverkehr hier vonstatten gegangen ist. Also, nein, nein, keine Bilder. Egal. Ich möchte ja schließlich in die Küche. Ding. Nice to see you, sleepyhead. Koche Kaffee. 2 weeks from now, I'll be out of town on an assignment. Okay, kochen wir Kaffee, nicht mit dem Toaster. Did you read my latest article? Nicht mit dem Kühlschrank. The mayor and I tore him apart. Verbally, I mean. You know Sherry from the book club? I caught her the other day eating a whole wedding cake. And nobody was getting married. Oh, 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 nein, 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 nein. So, I was stargazing last night while you were off in your man cave, and I snapped a picture of some. Ach so, vielleicht sollten wir doch Kaffee reinpacken. It's probably just a satellite or a lens flare, but you know, what if it wasn't? My typewriter is out of ink. We've got more somewhere, right? Whoops. Ha. Blah. Have you seen my Salty Hearts novel anywhere? Ah ja. Oh, hush you. Ha, wir sind so gut. While you're waiting on your coffee, could you bring Stacy some milk? Soon I'll be 100 feet tall. Your mustache is getting long again. Might need a trim soon. So langsam habe ich das Gefühl, dass diese Frau auch nicht weiß, dass ich ein Oktopus bin. In a way, it's good the basement flooded. You've spent so much more time with us lately. Ha! Da ist sie, die gute Milch. I sent a picture to the Inquisitor magazine and they put it on the cover. You should pick one up, dear. Zack. Weil wir ein ordentlicher Mensch sind. Naja, wir haben es versucht. I'm working on a little side project, dear. I'm going to expose corruption in the fishing industry. And I know just the ship to sneak aboard. That never stopped me before. Dad, are we gonna build a tree castle this summer? You mean a tree house? No. Wizard princesses live in castles. Gieße Milch in Stacys Tasse. Boah. You'll say yes one of these days. Is everything okay in there? Ja, ja, das genau, bald sind ihre Knochen aus Stahl. Nicht so wie meine, die gar nicht vorhanden sind. Ups. Hauptsache, hier fällt alles auseinander. Dann können wir jetzt die Milch hier auch genau auf den Tisch legen. I made your coffee just the way you like it. Sehr gut. Sea salt and tartar sauce. Ah, endlich wach. Klapp. Geh raus in den Hinterhof. Nichts leichter als wie dieses. Now that you're energized, I need you to take care of some chores in the backyard while I get some work done. There's grass to mow, weeds to pull, wood to chop, and don't forget to make burgers for lunch. Du kannst dir all deine Aufgaben ansehen, indem du mit der Starttaste auf Pause stellst. Grille und serviere Hamburger, jäte den Garten, hol den Rasen aus dem Schuppen und hacke Feuerholz. Läuft! Ich hab ja sonst nichts zu tun.
Womit kann ich den Garten jäten? Muss ich bestimmt hier. I saw that crazy chef guy again. Ups. Stacy, why are you pouring ketchup in your brother's drink? I'm just trying to make a potion. Well, dear, I've got a book on chemistry that'll teach you to make real potions. Ha! My potion's already real. Mähe den Rasen. Nichts leichter als wie dies. Mom, I got a splinter from the table. Come here, honey. Let me take a look. If this thing were any bigger, I'd be dead. Well, ist wahr. I mowed the lawn, but I hurt my knee at basketball practice and my elbow at baseball and my foot at... Ja, genau. Hauptsache, es verstehen mich alle. Hey Dad, the way you're mowing the lawn reminds me of this one episode of Sports Johnson, where he goes back in time. So. Sports Johnson Jr. or SJJ. You mean his son have to train to win the future soccer match between Earth and Pluto, and they do. And Dad, are we ever gonna play soccer together? Dad, you should have seen this spiral I threw the other day. It was like 50 feet or like 100. Nein, so weit bin ich gar nicht. Oh. Wer hätte gedacht, dass ohne Knochen es so schwer ist, Rasen zu mähen? La la la. La 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 la. Na komm, jetzt aber. Nein, schon wieder dran vorbei. Hey! Und noch einmal. Ha! So, komm, liegen gelassen. Sieht schön genug aus. Jäte den Garten. Ja, womit denn? No! Oh, my flowers! Ups! Ich könnte genauso gut auch Feuerholz hacken. Das erscheint mir wesentlich einfacher. Zack! Das ist ja gut. Wow! Man sieht schon, er ist ein echter Könner am Werk. So, dann müssen wir jetzt das Holz wahrscheinlich wieder hochstellen. Ha, sag ich doch. Ha! Mensch, das ist ja... Ich behaupte, wir sind da Naturtalente drin. Naturtalent im Holzhacken. Zack! Siehst du wohl. Wir müssen jetzt wahrscheinlich hier in den... Noch! Oh, das ist doch ein ganzes Holzstück. Zack. Und nochmal. Zack. So. Grille und serviere Hamburger. Ups. So, dann wollen wir mal.
Doch zuvor sage ich erstmal an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht hat der eine oder andere sogar ein bisschen Spaß dran gehabt, um mal zu sehen, wie so ein ganz normaler Tag eines ganz normalen Vaters abläuft. Ja, wie schon gesagt, ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß und vielleicht schaut der eine oder andere gerne nochmal zu. Und ich sage an dieser Stelle Tschaußen!